Hallöchen zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren wunderschönen Runde mit Star Fox auf dem Super Nintendo. Ich habe letztes Mal haben wir das Spiel zum ersten Mal kennengelernt. Also ich zumindest habe es zum ersten Mal kennengelernt. Spielen jetzt an der Stelle das dritte Level für mich. Space Armada. The Andros Space Armada. Oh. Consists of powerful battleships. Destroy the energy cores. Okay. Good luck. Okay. Dann bin ich mal gespannt. Ah, das ist dieser Soundtrack. Oh, super. Es sind ja so viele geile Soundtracks, die bei Smash übernommen wurden. Die kommen aus diesem Spiel ja eigentlich. Wie auch dieses Theme hier. Solltet ihr kennen, da ist. Die Standard-Theme ist von. Von der Great Fox, von der Stage. Wow. Hey, da helfen mir meine Boys. Ah. Muss mir mal vorstellen, wenn ich jetzt ein ganz kleiner Junge gewesen wäre und ich hätte das gespielt jetzt. Noch kein Plan von Star Fox und kein gar nichts hier. Wäre ich. Oh, okay. Wart. Kurz konzentrieren. Oh. Oh, das ist so eine Art Unbesiegbarkeitsmodus jetzt hier. Das ist cool. Ah. Das jetzt durch meinen Laserschuss oder durch. Aber ich muss schon sagen, ich vermisse. In dem Sinne auch ein bisschen Lighted Wars, weil es einfach Lighted Wars hier den starken Anfang für mich gemacht hat. Und natürlich jetzt ein starker Rückschritt ist zu dem, was ich jetzt gewohnt bin, weil Lighted Wars war mein erstes Star Fox, mein erstes Spiel. Und dann später habe ich an der Stelle das Remake einmal auf dem 3DS gezockt. Natürlich dann noch Star Fox Assault und Star Fox Adventures sogar, was auch ein merkwürdiges Spiel war für Star Fox Franchise. Weil das mehr oder weniger ein Zelda-Adventure war. Nur mit Fox halt als Hauptcharakter. War sehr merkwürdig. Aber habe ich auch gespielt. Und. Autschi. Und von dem her. Ja, ich bin dann auch irgendwann mal zu Star Fox Zero. Und Star Fox Zero sieht hammermäßig aus. Star Fox Zero ist so ein wunderschönes Spiel geworden. Und jetzt natürlich hier zurückzugehen. Zu dem Original Star Fox ist natürlich eine ganz andere Nummer. Da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt genug Dinge, die mich auch tot sehen wollen, wie zum Beispiel der komische Kasten da. Oh, ich habe einen Flügel verloren. Wing Damage! Haben wir geschrien. Krieg ja ganz schön auf die Ohren hier. Nicht, dass ich. Also ich will versuchen, nicht nachlässig zu werden, weil für mich kann schon gut sein, dass das Spiel ganz schön schwer wird. Ah, da muss ich rein. Das ist der Boss? Oder was? Anscheinend ja. Oh.
Oh. Traut sich ja gar nicht so tief zu fliegen tatsächlich. Oh. Ist das mies. Oh. Die Herausforderung besteht ja eigentlich mehr oder weniger hier nur zu überleben hier an der Stelle, aber auch das ist schon nicht leicht. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Es geht nur geradeaus für mich. Quasi äquivalent zur Cutscene gerade. Uiuiuiui, okay. Ich verstehe. Glaube ich. Oh, da saß einer drin. No! Was ich natürlich hoffe, ist, dass das Spiel relativ angenehm ist, was Dings betrifft, Checkpoints und Continues. Meine Erwartung ist bis jetzt eher, dass es sehr harsh sein wird, also sehr schwierig sein wird hier. Weil das Spiel eventuell auch gar keine Continues bietet. Das kann sein, ich musste mal zwischendurch mal tatsächlich diese lustige kleine Funktion da nutzen, die da immer wieder angepriesen wird, hier zurückspulen. Kann gut durchaus sein, dass ich die nutzen muss. Ich habe zwar Zeit, mir das Spiel jetzt zwar anzuschauen, aber ich habe nicht Zeit, mich komplett reinzufuchsen. Versteht ihr? Star Fox. Oh, yo, yo. Was hier schon ziemlich cool gemacht wurde, ist halt diese Tiefenwahrnehmung an der Stelle, dieses Gefühl von Tiefenwahrnehmung direkt zu Anfang des Franchises sozusagen. Gefühl von Geschwindigkeit. Oh, das Gefühl, wenn man gegen das Tor fährt, obwohl man eigentlich gemeint hat, dass man ausreichend vorbereitet war. Autsch. So, jetzt kommt gleich, glaube ich, Cutscene Alley. Ja. Auf jeden Fall sehr gespannt, was wir noch so für Bosse zu sehen bekommen. Wie gesagt, für mich eine komplett neue Erfahrung hier an der Stelle. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, keine Ahnung, was für Gegner mich erwarten, keine Ahnung, was für Inhalte jetzt auf mich zukommen. Bin natürlich anderes gewohnt. Weshalb ich da wahrscheinlich auch ganz schön Probleme kriegen werde. Beispielsweise hier an der Stelle. Auf jeden Fall auch ein sehr merkwürdiger Boss an der Stelle. Oh! Aber ich habe den gemacht, wie es aussieht. Ja. Alter, Alter. Ist auf jeden Fall die Erfahrung, die man hier macht, ist doch ziemlich rough. Wenn du auch mal zwischendurch ganz gut merkst, dass du einfach nicht ganz genau weißt, was musst du jetzt hier kaputt machen musst, was jetzt genau deine Objective ist, was du jetzt eigentlich kaputt machen musst. Und angreifen musst. Das haben sie damals relativ gut hingekriegt, indem sie gesagt haben, alles was orange ist, ist böse, also greift das orange nicht Zeug an. Und damit komme ich einigermaßen klar, aber dann gibt es auch mal doch ein paar Stellen, die da ein bisschen zackiger sind, ne? Und dann nutze ich mal gerade die Situation und ich mache mir mal kurz einen Speicherpunkt. Auch wenn ich noch so gerne authentisch bleiben will bei dem Spiel, aber dadurch, dass es meine erste Erfahrung ist, bin ich mal doch mal ein bisschen vorsichtig. Joss, if you're going too fast, be careful with your arm, with my arm wings. Oh, das ist ein cooler Soundtrack. Oh, richtige Walker hier. Na? Ja. Alles gut, Peppy, alles gut.
Ah, das ist Peppy. Du musst, kannst du sagen, alles was orange ist, hat das Spiel mir beigebracht, soll ich kaputt machen. Sorry. Ich wollte das nicht. Alter. Es kommen auch noch komische Felsen und alles hier. Auf jeden Fall schon ziemlich an Epicness hier zugelegt hier bei dem Level hier. Ich weiß auch gar nicht, ob es verschiedene Ending jetzt bei dem Spiel gibt. Ich werde auf jeden Fall versuchen, so viele Level wie möglich jetzt hier zu spielen für dieses kleine LP hier, für dieses kleine Projekt. Aber es hier tatsächlich verschiedene Endings gibt, so wie bei Lighted Wars, ich glaube nicht. Habe ich schon direkt erledigt, Peppy. Die habe ich schon direkt gemacht, ihr easy. Ich glaube, dieses Level kommt mir minimal bekannt vor, oder zumindest diese Helikoptergegner kommen mir bekannt vor, weil bei Star Fox Zero haben sie auch solche Helikoptergegner eingebaut. Bei einer Stage, die glaube ich. Ach nee, das war dann das Remake sozusagen. Das war eine andere Version von Zonus. Ich weiß gar nicht, ob Zonus hier überhaupt ein Thema ist bei dem Level hier. Hey, it was mine! Sorry, Peppy. Getting a little trigger happy. Yes. Okay, das sind jetzt die Elite-Flieger. Was auch so ein bisschen das Spannende war. Oh, okay. Musst du nochmal dagegen schießen. Ich glaube, das Star-Wolf-Team, also war, glaube ich, in dem ersten Spiel noch gar kein Thema. Das war ein Spiel, das war erst ein Thema mit Star Fox 2. Und Star Fox 2 kam nicht überall raus, oder kam gar nicht raus, besser gesagt. Und daher war das erst für Lighted Wars dann ein Thema. Spannend deshalb auch nur. Wie kriegt man den jetzt hier an? Greift mal seine Beine an. Ich glaube, das ist das Play, das man von mir erwartet an der Stelle. Und dann irgendwie zum Unfall zu kriegen. Auf jeden Fall, diese Unterseite sieht für mich verdächtig aus. Und die Unterseite kriege ich nicht richtig angegriffen hier. Ich weiß gar nicht, wie ich den richtig angreifen soll, hier den Kollegen. Oh, jetzt kommt so ein komisches Feuerlaser-Ding. Boosh! Okay, er hat keinen Schaden gemacht. Boah, wie macht man den Boss hier? Es wirkt die ganze Zeit so, als würde ich da irgendeinen Schaden machen. Und das ist, glaube ich, die Flügel an der Stelle, die ich jetzt so langsam zerstöre, diese Beinchen, was er hat. Ich glaube, wenn die alle kaputt sind, dann kann ich anschließend den richtig angreifen, wie es sich gehört. Ja, tatsächlich. Push, 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 push. Get wrecked. Ah! Okay. Und ich wollte schon sagen, ich benutze mal jetzt am besten das Rückspulding, aber dann in dem Moment habe ich das gemeistert. Ah, fühlt sich gut an. Fühlt sich mir wieder gut an. Ist kein leichtes Spiel auf jeden Fall. Ich bin ziemlich im Eimer, aber wenigstens ist mein Team in Ordnung. Scheint auch ziemlich random zu sein, wem ich aushelfen muss zwischendurch. Ne? Dieses Mal war es Peppy, letztes Mal war es, glaube ich, Falco. Oh, ich habe Bonus-Credit. Okay. Okay, dann brauche ich vielleicht noch nicht einmal diesen wunderschönen Speicherpunkt, aber man weiß ja nicht, ob ich das brauchen kann. Auf jeden Fall, bevor ich jetzt hier Venom spiele, würde ich einfach mal sagen, ich mache mal Schluss für diesen Part. Seht euch beim nächsten Mal wieder bei Star Fox. Bin gespannt, wie der Boss aussehen wird, wie Andross aussieht. Der damalige Andross. Wobei, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, ich glaube, das sieht aus wie die Assist-Trophy, die man da zieht bei Smash Ultimate. Auf jeden Fall, seien wir mal gespannt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!